Ja, also ich mache jetzt die 3 Tage, alles bei Erster Hilfe, so ein paar Sachen, Erklärungen und sowas. Zwar keine fertige Ausbildung oder sowas, aber da ich das ja eh über das ganze Schuljahr leite, ist es sozusagen eine Art Einschnupper. Unsere Theater AG arbeitet an unserem Stück, an Eigenproduktion, die wir jedes Jahr neu machen. Wir sind in den letzten Proben, Generalprobe vor der Aufführung, verraten. Gut, aber nur ein bisschen. Es geht um die letzten 2 Männer auf der ganzen Welt. Die Frauen haben die Herrschaft übernommen, endgültig. Wir brauchen nur noch diese 2. Für was, sage ich nicht. Weg. Und es geht um den Kampf gegen Frauen gegen Männer. Also das Theater geht macht immer viel Spaß, weil man ist ja auch die ganze Zeit zusammen und das Spielen macht auch Spaß und das Stück, wenn man das zusammen entwickelt, dann ist das auch, macht das auch viel Spaß. Es gefällt mir sehr gut, weil sie ist sehr sauber und es gibt auch Betten, das habe ich nicht erwartet. In der Schule haben wir eine Raupe gefunden, eine große. Mhm. Mistkäfer haben wir ganz viele gesehen unterwegs. Wir sind langsam dran gewöhnt. Wir gehen mit den Kindern nach draußen, weil ich glaube, viel zu viele Kinder gehen einfach gar nicht mehr nach draußen. Wir schicken die durch den Wald, so lange, bis sie richtig müde sind und gut schlafen. Wir üben Kochen und üben Putzen und wir üben Klettern. Vielleicht Selbsterziehung. Uns geht tatsächlich darum zu lernen, wie man Sachen in der Gruppe macht. Wir haben von 5. bis 10. Klasse und wir haben Teams, immer große und kleine, sodass tatsächlich die Schüler sich auch außerhalb von Klassen ein bisschen besser kennenlernen. Ich fände es tatsächlich cool, wenn die 5-Klässler auch die Größeren kennenlernen und umgekehrt, dass jeder an unserer Schule weiß, wer der andere auch ist, wenn nicht die Leute immer einfach nur in Klassen festsitzen.